Ah ne, die können wir ja kaputt gehen lassen, haben wir gesagt. Siehst du wohl. Ja, also ein bisschen Zerstörung machen sie natürlich auch. Aber jetzt nicht wild, ne? Also von vorne, wie gesagt, lasse ich das noch. Da machen wir vielleicht irgendwann diese komplette Eisenoptik. Einfach, weil es ja auch eine Base ist. Aber damit sind wir jetzt hier erstmal durch. Jetzt könnte ich mich wirklich hier nochmal dran machen. Ist allerdings schon Beton gewesen, ne? Irgendwie kein Bock. Aber das Ding ist aber, wenn wir hier irgendwas hinstellen, kriegen wir die Karre gar nicht mehr so gut gedreht, ne? Auch wieder was, was man beachten soll. Tee. So, ich könnte die jetzt noch machen. Die sind sogar teilweise kaputt. Ich frage mich, warum. Aber nö. Ich glaube, ich mache noch. Vor allem muss ich sie von außen dann wieder anmalen. So, wie viel haben wir? Ah, oh. Ich muss doch noch ein bisschen mehr mit Beton arbeiten. Verdammt. Oder ich baue uns mal ein so ein Gewehr. Sofern wir... Unterhebel-Repetiergewehr, Stufe 5. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal 15 Gewehrteile. Ich weiß noch gar nicht, ob ich sie habe. Bei meinem Glück, nö. Guck mal. 12. Wir brauchen noch 3 Gewehrteile. Das heißt, wir müssen auch nochmal die Händler abklappern. Oder einfach mal auf Missionen gehen. Die Tage. So. Ich habe schon wieder alles in Zement verballert. Respekt. Dann sollten wir Stein holen. Ah ne, da ist noch... Oh, Zement haben wir noch. Oh, sehr gut. Nichtsdestotrotz ist Stein holen auf jeden Fall... Etwas, was muss. 2700, also 3400. Ah! Was habe ich eben gesagt? Mann, ey. Weil jetzt sind wir arm an Steine. Wir brauchen auch erstmal Pinsel nicht. Farbe nicht. Wir können mal
in das Menü so reingucken. Was gibt es? Einfach Quadrat. Wellblech. Ach, das Färben steht da noch drinne. Okay, das sind einfach nur die. Requisiten Außenbereich. Briefkasten geschlossen. Grüner Briefkasten, grüner Briefkasten. Dekorieren wir einfach mal ein bisschen, oder? Planwagen, Hinterrad und so. Was haben wir hier so? Was ist das? Hellbrauner Sarg. Warenkorb. Warenkorb. Ob ich hier eine Straße kriege? Ein Basketballkorb. Cool. Achso, ne, muss ja wieder hier. Sowas wollen wir alles nicht. So, open. Schildhändler Joel. Händler brauchen wir nicht. Open. Für die Küche vielleicht. Ich guck mal, was ich hier so finden kann, ne? Postamt, Ladenschild. Bier, Pass and Gas und so. Das haben wir ja alles. Eine Ampel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Klimaanlage aufs Dach wäre nochmal cool, eigentlich so als Gag. Schild, Kinoplakat, sexuelle Spannung. Oh, sexuelle Mamas Gerechtigkeit. Der einsame Wolf. Kinoplakat, einfach nur Schild. Ein Klo haben wir nicht, brauchen wir also nicht. Ich glaube, hier gibt es recht viel. Ob wir irgendwas davon brauchen, weiß ich nicht. Handelsüblicher Kaffeeautomat. Kaffeeautomat, ein Toaster wäre doch irgendwie nochmal cool für die Küche, oder? So. Mikrowelle offen. Kleine Mikrowelle oder Mikrowelle offen. Ach, das ist hier einmal so aus Holz und einmal... Getränkespender. Wäre geiler als ein Kaffee-Dingens, oder? Naja, man weiß es nicht. Schildmitteilung, Speisekarte brauchen wir alles nicht. Toilette oder so brauchen wir im Moment auch gerade nicht. Tresor? Irgendwie wäre es geil, aber könnte man sich auch craften. Hier hätten wir einen Fernseher. Links. Rechts. Links. Heruntergefallen. Groß links. Groß rechts. Okay. Warum auch immer. Ist halt echt die Frage, ob ich das alles noch brauche, ne? Monitor. Also nee, wir sind ja nach unten gegangen. Richtiges Bett bringt uns ja auch nichts, weil wir da drin nicht pennen können. Schöne freie Badewanne oben aufs Dach. Aha. Joa. Das sind alles Regale. Briefkasten hatten wir. Vielleicht bringen wir auch einfach erstmal das, was wir gleich haben. So. Ja, wir stellen uns hier einen riesen Schulbus hin. Warum nicht? Ich höre es draußen schon wieder rascheln.
Ah, Sofas, ja. So, auf die Schnelle sehe ich jetzt nichts, was uns helfen kann. So, den ganzen Kram, den wir craften können, natürlich, das machen wir jetzt nicht. Ne, hier so Tresortür oder sowas. Lilafarbene Rolltür, grüne Rolltür, okay. Die elektrisch? Ich hab das nicht so mit elektrischen. Das sind 5x4. 5x4 ist aber riesig, oder? Das wäre noch geil irgendwie, aber die müsste man, glaube ich, auch... Exit-Schild? Warum nicht? Röntgenbild brauchen wir nicht. Also so vom Groben her hätte ich gesagt... Frage ist, fahren wir dagegen? Wenn ich das hier anbringe? Das Exit-Schild, mal gucken, wie groß das ist. Gucken, wie groß das ist und dann kommt da so ein... Ich glaube, das kriegen wir hin. Auch das Licht. Das wäre blöd. Wollen wir mal gucken, ob das Licht braucht? Also Strom. Braucht das Licht, habe ich die ganze Zeit gesagt, ne? Alter. Nö. Ist einfach nur aus. Scheiße. Und das Exit-Schild hier? Auch nicht. Dann will ich es eigentlich gar nicht haben, oder? Wir lassen es erstmal hängen. So, ich habe mal wieder Hunger. Das, kommt nicht so oft vor mehr in diesem Spiel gerade. So, ein Basketballkorb, der ist wahrscheinlich riesig. Warte mal. Geht. Den können wir sogar hier drinnen aufhängen. So nach dem Motto, man braucht ja mal ein bisschen Spaß. Aber ich habe hier einfach zu viel. Ich habe zu klein gebaut, ohne Scheiß. Ich habe zu klein gebaut. Macht hier drin auch überhaupt keinen Sinn, ne? Oh, hier können wir ein bisschen Basketball spielen. So, was hatten wir noch? Ah, Toaster. Passt nicht, passt nicht. Da, passt da. Warum passt er da nicht? Ach, wegen der Außenwand. Kriegen wir aber auch hin. Moment.
Welle. Und jetzt müsste ich noch mal. Nein, was habe ich getan? Farbe brauche ich auch, ne? Roter Unterschrank. Okay, ich dachte, es gibt ihn noch anders, sonst dann hätte ich den ja so. Jetzt sieht das wenigstens wieder aus wie vorher. Ja gut, die müsste ich. Ich glaube, die müsste ich einmal upgraden. Das ist sonst Blödsinn. Ja. Habe ich schon wieder gehört. So. So, wo bringen wir denn den an? Also Post muss ich wohl immer mit reinholen, wenn ich nach Hause komme, wa? Okay. Oh, ich dachte, es wären mehr. Sind es auch. Na gut. Aber auch nicht so viele. Ich habe also wirklich mit viel mehr gerechnet. Okay. So, haben wir noch einen Briefkasten. Boah. Ist jetzt nicht viel, ne? Entweder doch noch eine Etage drauf, oder wir gehen noch wieder eine Etage drunter, machen da alles zu und machen da noch einen Wohnbereich. Dann nehmen wir die Treppe, gehen hier weiter runter wieder. Auf jeden Fall mal probieren. Zumachen können wir es immer wieder. Da.
Ah, nee. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, es ist nur eine Treppe, aber anscheinend doch nicht. Ja, ich weiß ja, wie das mit dem Denken ist. Das sollte man den Pferden überlassen, die haben einen größeren Kopf und so. So. Jetzt aber. Nee, nicht das, das. Jo. Ah. So, dann. Haben wir das? Okay, ich komme hier nicht. Ach so. Sagen, ich komme hier nicht hoch. Was ist hier los? Ich finde das doof, dass dieses Geländer hier weggeht. Und was ist, wenn ich da jetzt wieder ein Geländer hinmache? Warte mal. Das müsste ja das hier sein, oder? Laufsteg, Geländer. Anderes, aber sieh, was ich meine. Das ist so hier an dem. Muss ich die vielleicht nochmal abreißen dann? Ne, er nimmt dieses eine Geländer nicht mit. Auch so nicht. Und wenn ich jetzt hier auch nicht. Okay. Strange. Really, really strange. Das ist ja auch einfach zu fett, ne? Probier mal, was macht er denn? Ne, beim Metallgeländer macht er dasselbe. Okay, ja gut, dann ist das so. Dann muss ich da irgendwie mit leben. Ich weiß dich mal nicht. Aber okay. So. Und dann machen wir hier jetzt einen Wohnbereich draus. Hier alles zu. Alles weg. Hm. Also mir wird es ja eigentlich schon reichen. Moment. Wenn wir hier dann noch eine Tür reinmachen.
Und dasselbe auf der anderen Seite auch. Aber egal. Dann können wir so ein bisschen austoben. Und ich kann noch ein bisschen XP. Dann können wir vielleicht zum nächsten Blutmond haben wir dann das andere Gewehr. Das wäre echt geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid, würde ich mich tierisch über ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die. Bis dann.